Wir haben heute den 10. Dezember 2013. Mein Name ist Mrs. Klaus und ich bin die Frau von Santa Claus. Und ich habe ein großes Problem, weswegen ich heute mit euch Menschen unbedingt mal sprechen muss. Ich habe mich noch nie an euch gewandt, weil es noch nie so dramatisch war wie in diesem Jahr. Aber dieses Jahr ist es wirklich schwierig, diese Weihnachtszeit überhaupt noch zu überstehen. Nun ist mein Mann nicht mehr der Jüngste, er ist auch nicht der Schlankste und deswegen ist die Arbeit für ihn ohnehin schon beschwerlich. Aber was ihr ihm zumutet, das ist für ihn eigentlich nicht mehr zu schaffen. Der arme Santa kommt abends nach ewigen Überstunden völlig übermüdet nach Hause, braucht erstmal dringend ein Fußbad, weil die Stiefel sind ja auch nicht mehr die bequemsten. Und dann quellen hier aus dem E-Mail-Postfach, aus dem Faxgerät und überall immer neue Wünsche. Eure Wünsche werden von Jahr zu Jahr mehr, teilweise füllen sie ganze Faxrollen und die Wünsche kommen immer kurzfristiger vor dem Fest. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie aufwendig das ist, diese Wünsche alle noch zu erfüllen bis Weihnachten? Es sind gerade mal noch 14 Tage. Hier nebenan bei uns in der Wichtelwerkstatt ist die Hölle los. Die machen alle Überstunden, davon würden die von Amazon und Otto alle träumen. Und ich versuche irgendwie meinem Mann den Rücken frei zu halten. Ich mache hier den Bürokram, aber ich komme bei all diesen Dingen nicht mehr hinterher, weil heute muss ja auch ein Weihnachtsmannbüro in Social Media aktiv sein. Und wie man das alles noch schaffen soll? Ja, das erklärt uns keiner. Aber die Ansprüche von euch Menschen, die werden immer höher. Weil Weihnachten soll ja wunderschön sein, es müssen tolle Geschenke da sein, es muss das super tolle Essen da sein und dann muss die ganze Familie durch die ganze Republik oder am besten die halbe Welt reisen, um zu Besuch zu kommen. Ob das überhaupt noch möglich ist, dabei zur Besinnung zu kommen, die Frage stellt ihr euch scheint gar nicht mehr. Ich habe jetzt mal im Internet recherchiert, weil ich habe mir gedacht, das kann doch eigentlich alles so nicht seine Richtigkeit haben. Früher ging es doch auch anders, ob da in der Welt irgendwo eine Instanz gibt, die mir helfen könnte. Und ja, in der Tat, ich habe eine Website gefunden, www.respektspezialistin.de. Das ist eine Seite, da hat sich eine Frau dem Umstand verschrieben, dass sie möchte, dass in dieser Welt wieder netter miteinander umgegangen wird, dass mehr Respekt in der Welt ist, dass mehr Achtsamkeit im Umgang mit den anderen stattfindet. Und sie ist auch diejenige, die dafür Sorge trägt, dass in Unternehmen ein Boden bereitet wird, auf dem die Mitarbeiter überhaupt erstmal gedeihen können. Ein Boden aus Respekt, der ihnen ermöglicht, Mensch zu sein und nicht nur eine Kostenposition. Und diese junge Frau, die habe ich angerufen und habe gefragt, was kann ich tun, damit die Menschen wieder respektvoller mit Weihnachten umgehen? Und da hat sie mir gesagt, Mrs. Klaus, da können Sie ganz wenig dran tun. Das müssen die Menschen selber machen, denn Respekt ist etwas, was ausgestrahlt zu einem zurückkommt. Fast wie ein Spiegel. Wenn man den Respekt zeigt, dann kommt er auch zu einem zurück. Und die Menschen wollen alle Respekt. Ja, aber ich als Mrs. Klaus, ich habe die Aufgabe, meinem Mann den Rücken freizuhalten. Und ich wünsche mir mehr Respekt von euch Menschen für das Weihnachtsfest und für die Arbeit von meinem Mann. Im Moment läuft im Menschenfernsehen eine Werbung, die stimmt mich sehr, sehr nachdenklich. Da wird ein kleiner Junge gezeigt, der mit seiner Schwester unterm Weihnachtsbaum sitzt und anstatt sich über den Zauber der Weihnacht, über das Fest an sich zu freuen, vermisst er das Smartphone, was er geschenkt bekommen hat, den neuen Flachbildfernseher der Familie und anschließend mal kurz den Kamin. Und dann stellt er fest, der Flachbildfernseher kann gar nicht durch den Kamin passen, der ist nämlich viel zu groß. Und das neue Fahrrad, was unterm Weihnachtsbaum stand, das können meine Eltern noch nicht mal mit unserer Familienkutsche nach Hause gebracht haben, weil die Kutsche ist viel zu klein. Lieber kleiner Junge, es gibt ihn, den Zauber der Weihnacht. Mein Mann kennt die Tricks und Wege, wie man die Geschenke in die Häuser der Menschen bringen kann. Stell dir doch einfach mal vor, wie würden denn sonst die Familien ihre Geschenke bekommen, die noch nicht mal einen Kamin haben? Mein Mann kann jedes Geschenk, egal wie groß oder wie klein, bei euch unter den Weihnachtsbaum legen. Und dafür wünsche ich mir meinem Mann gegenüber mehr Wertschätzung. Dass ihr euch früher Gedanken über eure Wünsche macht. Dass ihr Wunschzettel schreibt, die vielleicht noch überschaubar sind. Dass ihr vielleicht auch mal darüber nachdenkt, dass es nicht 50 Wünsche sein müssen, sondern dass vielleicht 3 wirkliche Wünsche ausreichen. Und vor allem auch, dass ihr euch Gedanken macht, was ist mir an Weihnachten wirklich wichtig? Denn da hat die Respektspezialistin zu geraten, zu sagen, Mrs. Klaus empfiehlt den Menschen, sich auf das zu besinnen, was wirklich Weihnachten ausmacht. Zeit füreinander haben, Zeit für ein gutes Buch, das auch mal ganz durchzulesen. Zu Weihnachten gehört es, ein gutes Essen zu haben,
Aber das muss nicht unbedingt die Weihnachtsgans sein, für die die Mutter am Morgen erstmal um 4 Uhr aufstehen muss, damit das arme Tier zum Mittagessen überhaupt gar sein kann. Sondern dann reichen vielleicht auch mal Würstchen und Kartoffelsalat und statt der Weihnachtsgans lieber eine ausgeschlafene und entspannte Mutter mit am Tisch. Ich wünsche mir für euch besinnliche Weihnachten statt besinnungsloses Besaufen auf dem Weihnachtsmarkt. Ich wünsche mir für euch Geschenke, die die Seele erfreuen und nicht dem Geldbeutel wehtun. Ich wünsche mir für euch, dass ihr eine besinnliche, eine fröhliche und eine gute Weihnachtszeit habt. Wir, mein Mann und ich und die ganzen Wichtel in unserer Werkstatt werden alles dafür tun, dass es so kommen kann. Jetzt seid ihr dran. Bitte habt respektvolle Weihnachten. Tschüss!